Freunde, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Ich stehe hier beim Aldi. Ich lade an einer 150 kW Alpitronic-Ladesäule, die beim Aldi aufgestellt ist. Habe hervorragende Ausgangsbedingungen und lade nur mit 90 kW. Ja, ich lade nur, kann man das sehen? Leider ist es ein bisschen unscharf. Das liegt an der Kamera. Ich lade nur mit 90 kW. Mein State of Charge ist mittlerweile bei 50%. Also könnte man sagen, ja, es liegt daran, dass das State of Charge zu hoch ist. Aber bei 50% musste ich eigentlich immer noch mit ungefähr 100 kW laden. Und ich lade die ganze Zeit schon mit 90 kW. Hätte aber hochgehen können auf, ja, das ist eine 150 kW Alpitronic Ladesäule. Das heißt, das Ding hätte eigentlich hochgehen können oder müssen auf 150 kW. So, das passiert aber nicht. Das wird niemals passieren. Und warum das so ist, das erkläre ich euch in diesem Video. Viel Spaß. Ja, und um das also zu verstehen, warum wir hier an einer 150 kW Ladesäule laden und das aber nur mit 90 kW in der Spitze, dazu muss man die Technik dieser Ladesäule verstehen und da springen wir jetzt mal rein. Also wir haben hier eine Alpitronic Ladesäule mit offiziell 150 kW. Ihr seht es hier nochmal, wir laden mit 90 kW lediglich beim State of Charge von 53%. Also das ist eine 150 kW Ladesäule. Jetzt kommt das große Aber. Diese Alpitronic Ladesäulen haben innen zwei 75 kW Module verbaut. Zweimal 75 kW. Das ist jetzt eigentlich ja, ganz gut, weil dadurch kann man dieses Powersharing ganz gut betreiben, wenn also zwei Leute nebeneinander laden. Übrigens, dieses Fahrzeug lädt nicht, der Ladevorgang hat nicht funktioniert, der Stecker ist festgeklemmt. Er hat hier also leider Gottes ein Problem, das ich zum Glück nicht habe. Ja, das heißt, wir haben zweimal 75 kW Module. Zwei Leute können parallel laden mit bis zu 75 kW. So, das ist jetzt mal die Ausgangssituation. Diese beiden Module können sich aber theoretisch auch zusammenschließen und für ein Fahrzeug 150 kW zur Verfügung stellen. Deswegen heißt das Ding am Ende des Tages auch 150 kW Ladesäule, weil wir zweimal 75 kW da drin haben. Ja, jetzt lädt der andere nicht. Also müssten jetzt beide Module eigentlich bei mir aufgeschalten sein und ich müsste mit 150 kW laden können. Ich lade mit 90 kW, das heißt, beide Module sind auch tatsächlich bei mir aufgeschalten, sonst wäre meine maximale Ladeleistung ja nur 75 kW. Aber, jetzt kommt das große Aber, Aldi hat diese Ladesäulen bei Alpitronic so bestellt, dass die Kabel nur 250 Ampere schaffen. So, und mit 250 Ampere ist bei diesem Fahrzeug, das eine, also unsere Hochvolt-Batterie würde immer mit 400 Volt angegeben, aber tatsächlich ist die Nennspannung, die liegt bei 340 Volt, das ist die Nennspannung. Wenn der Akku leer ist, hat er natürlich eine noch geringere Spannung. Wenn der Akku voller wird, steigt die Spannung dann wiederum an. Und es ist also so, dass man dann diese Volt mal Ampere die Watt eben ergeben oder dann entsprechend die Kilowattstunden, wenn man es dann durch 1000 nochmal teilt. Und deshalb ist es so, dass ihr hier, wenn ihr also diese 250 Ampere nehmt und dann, ja, je nachdem, jetzt nehmen wir mal die 400 Volt, dann würdet ihr auf maximal 100 kW Ladeleistung kommen, die das Kabel überhaupt bloß durchlässt. Also das nützt uns gar nichts, dass es eine 150 kW Ladesäule ist, weil das Kabel nur maximal 100 kW dann durchlassen würde in einem Anschluss. Ja. So, jetzt haben wir natürlich, wie gesagt, keine 400 Volt, sondern wir haben 340 Volt. Jetzt, wenn der Akku immer voller wird, steigt die Voltzahl auch an. Dann sind es vielleicht mal 360 Volt oder 370 Volt oder irgend sowas. Ja. Und das mal diese 250 Ampere vom Kabel. Und dann sind wir bei der Ladeleistung, die wir eben leider Gottes nur generieren können. Nämlich nichts mit 150 kW, sondern in der Spitze mal 92, 93, vielleicht 95 kW. Je nachdem, wie voll das Auto ist und wie viel Ampere das Fahrzeug gerade zieht. Wir schauen uns das jetzt vielleicht auch noch mal ganz kurz an. Quasi schwarz auf weiß. Wir sind jetzt bei 88 kW und wir gehen in diesen Service Mode. Und in dem Service Mode schauen wir gleich mal, wie das mit den Volt und Ampere denn momentan ausschaut. Wir sind ja bei einem State of Charge von 60%. Also im Service Mode sehen wir nämlich, wenn wir auf High Voltage gehen und auf Charging, dann können wir uns das hier wunderbar anschauen. Dann sehen wir zum einen die Batterietemperatur, das ist nicht so wichtig, aber wir sehen hier, dass wir 374 Volt haben und wir laden noch mit 233 Ampere. Das zeigt mir, dass das Auto
voraussichtlich im Moment bei dem State of Charge von 61% nicht mehr die maximale Ladeleistung eben abrufen kann. Bei 61% haben wir 88 kW, das glaube ich kommt auch ungefähr hin, was das Fahrzeug an Ladeleistung hat. Das heißt, im Moment könnte der Lader ein paar kW mehr liefern, als wir haben, aber jetzt auch nicht unfassbar viel mehr, sondern wir vielleicht 5 kW mehr oder sowas, als wir im Moment gerade am Laden sind. Das heißt, das Fahrzeug ruft ein bisschen weniger ab, als der Lader jetzt liefern könnte. Ja, das muss man halt wissen, wenn man diese Aldi-Ladesäulen ansteuert und sagt, ja, man lädt an der 150 kW-Säule und denkt, jetzt kann ich 150 kW in der Spitze reinballern, wenn der Akku schön vorkonditioniert ist und die entsprechende Temperatur hat, die ihr dafür auch braucht. Weit gefehlt, diese Ladeleistung würdet ihr praktisch nie herbekommen. Aldi hätte die Wahl auch gehabt, sage ich jetzt mal, oder es gibt diese 150 kW Ladesäulen auch mit stärkeren Kabeln. Jetzt schaue ich mal, ich hole mal schnell meinen Taschenrechner hier raus und rechne mal, wenn man jetzt quasi nicht die 250 Ampere Kabel Variante genommen hätte, sondern die 400 Ampere Kabel Variante und wir haben jetzt eine Nennspannung von 340 Volt und dann die 400 Ampere, dann könnte man immerhin mit 136 kW laden. Das wäre natürlich viel, viel besser gewesen. Ja, ich weiß nicht, die Ladesäulen sind ja schon ein paar Jahre alt, also jetzt noch nicht uralt, aber ein paar Jahre sind sie alt. Vielleicht hat man sich aus Kostengründen für die 250 Ampere Varianten entschieden. Ich kann es nicht genau sagen. Wenn man jetzt auf die Alpitronic Homepage schaut, dann glaube ich, kann man die gar nicht mehr auswählen. Dann kann man die so praktisch gar nicht mehr bestellen bei denen, sondern nur noch die 400 Volt Kabel, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Ja, da möchte ich jetzt eben mal mit diesem Vorurteil aufräumen. Ich bin dem selber aufgelegen. Ich habe auch immer gedacht, 150 kW, was ist da los? Ladedesaster, habe ich ja ein paar Videos auch schon dazu gemacht. Jetzt verstehe ich den technischen Hintergrund dazu. Und weil ich das so extrem interessant finde, werde ich euch über andere Ladesäulen auch noch technische Hintergründe erklären. Auch über den Supercharger. Super spannend, super interessant. Ich weiß praktisch alles drüber oder zumindest sehr vieles und werde da auch noch Videos machen. Wenn ihr das also sehen wollt, dann unbedingt meinen Kanal abonnieren. Bleibt da dran, damit ihr das nicht verpasst, weil das ist wirklich spannend, welche Wege Alpitronic dann quasi mit den 225, 300 oder 400 kW Ladesäulen geht und wie das Tesla eigentlich gelöst hat, nämlich wirklich Hut ab, wie die das gemacht haben. Und auch bei Tesla ist die Ladeleistung nicht so, wie wir sie uns denken, aber das werde ich euch dann in dem Video eben erzählen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal, läutet die Glocke und wenn ihr auch günstiger bei Aldi laden wollt, die App heißt Electroverse, ihr wisst Bescheid, ladet euch die App runter, bestellt euch die kostenlose Ladekarte. Ich habe nämlich diesen Ladevorgang hier gerade eben nur mit der Ladekarte starten können, nicht mit der App, weil die Alpitronic während der Ladung runtergefahren und neu gestartet wurde, weil der Nachbar, der neben mir steht, eben ein Kabel hat, das festsitzt, leider Gottes. Ja, der Link ist in der Videobeschreibung, wo ihr euch anmeldet, dann kriegt ihr auch noch, wenn ihr meinen Link nehmt, 5 Euro Startguthaben. Ich bekomme auch 5 Euro, wir teilen uns das und ich nutze das wieder hier eben für diese Ladevideos. Ich möchte auch noch eine Ladekurve aufnehmen von, ich sag mal, 0 auf 100%. Mal schauen, wie nah bei 0 mir das gelingt. Das will ich vielleicht auch an einem Hypercharger machen und so weiter. Also ich habe ganz viel im Kopf, was noch kommt. Und deswegen abonniert meinen Kanal, bleibt dran. Ansonsten wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen Tag, macht es gut, genießt es. Ciao, ciao, servus. So, jetzt gibt es noch die Zugabe, das Abstöpseln. Ich bin bei 77%, lade immer noch mit über 70 kW. 72 kW ist die Ladeleistung, aber wir lassen es jetzt gut sein. Es reicht, dann stöpseln wir mal ab und schauen, wie viele Kilowattstunden wir geladen haben. Und dieses Mal abstöpseln mit meiner Electroverse-Karte. Also, ein Ladevorgang. Was haben wir da jetzt reingeladen? 32 kW haben wir geladen und das allerhöchstwahrscheinlich kostenlos. Dann machen wir uns den mal hier. Wir authentifizieren uns. Das ist unser Ladevorgang. Ja, hat wirklich gut geklappt. Also hier mal wieder Daumen hoch, auch wenn ich eigentlich nicht so ganz einverstanden bin mit dieser 150 kW Nummer, weil das für Leute, die sich nicht auskennen, natürlich immer so eine Sache ist. Aber ihr schaut meine Videos, ihr kriegt die Informationen darüber, wie diese Ladesäule funktioniert. Ja, also deshalb seid ihr schlauer als andere und als ich auch noch vor ein paar Wochen. Also macht es gut. Ciao, servus.